Der Mann, der die winterliche Kälte satt hatte, ging hinaus, um den Schnee auf seinem Grundstück vor dem Haus zu räumen. Der Schnee fiel vom Himmel und schuf eine gemütliche Atmosphäre, aber die Arbeit war anstrengend. Er hatte nicht erwartet, während der Schneeräumung etwas Ungewöhnliches zu entdecken. In einem der großen Schneeballen bemerkte er eine schwarze Katze, die scheinbar bewusstlos war. Das Fell des Tieres war vereist, und der Mann erkannte, dass es dringend Hilfe brauchte. Ohne zu zögern, hob er die Katze schnell auf und trug sie ins Haus. Drinnen war es warm und gemütlich, und der Mann setzte die Katze sofort neben den Kamin. Er hüllte sie in eine warme Decke und begann vorsichtig zu streicheln, um dem Tier Wärme zurückzugeben. Langsam kam die Katze zu sich, öffnete die Augen und begann leise zu schnurren. Dieses Geräusch war wie ein Dank, und der Mann spürte, wie sich sein Herz mit Freude füllte. Um sicherzugehen, dass es der Katze gut ging, beschloss der Mann, sie zum Tierarzt zu bringen. Die Untersuchung ergab, dass die Katze gesund war, aber sie hatte leichte Erfrierungen an den Ohren und Pfoten. Der Tierarzt riet, der Katze Wärme und Komfort zu bieten, und der Mann stimmte freudig zu. Er kehrte mit seinem neuen Freund nach Hause zurück, voller Entschlossenheit, sich um ihn zu kümmern. Seitdem wurde die schwarze Katze, die der Mann Nacht nannte, zu einem festen Bestandteil seines Lebens. Nacht machte sich schnell in seinem neuen Zuhause heimisch, fand seinen Platz neben dem Kamin und wurde ein treuer Begleiter. Sie folgte dem Mann durch das Haus, saß ihm beim Lesen von Büchern zur Seite und war immer bereit zum Spielen. Der Mann und Nacht wurden wahre Freunde. Jeden Abend, wenn sich der Mann an den Kamin setzte, kuschelte sich die Katze gemütlich daneben, schnurrte und genoss die Wärme. Sie verbrachten viele Winterabende zusammen, und jedes Mal, wenn der Mann seinen neuen Freund ansah, erkannte er, dass er nicht zufällig in sein Leben gekommen war. Nacht war nicht nur ein Haustier, sondern ein echtes Familienmitglied, und der Mann war dem Schicksal dankbar, dass er ihn an diesem kalten Wintertag retten konnte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.